Das Lutz ist 15 geworden. Ein Datum, wo viele sagen, na und? Aber für uns in dieser Stadt mit all diesen Fragestellungen, die diese Stadt hat, ist es ein Tag zum Feiern. Wir hätten uns vor 15 Jahren nicht träumen lassen können, dass wir diese Entwicklung machen können. Die Stadt ist eine Fundgrube für tolle Theatergeschichten, eine Fundgrube für tolle Menschen, die Theater leben und gestalten. Wenn man die Jugendlichen heute wieder erlebt hat, dann spürt man, was in dieser Stadt für Kraft ist, was für Kreativität vorhanden ist. Das waren alles Jugendliche oder großteils Jugendliche, die einen Migrationshintergrund haben, Menschen, deren Familien vor 20, 30 Jahren ähnliche Fluchtgeschichten erlebt haben, die wir heute tagtäglich im Fernsehen sehen. Und wenn man sieht, was aus diesen Jugendlichen in der zweiten Generation hier wird, wie die eine Gesellschaft tragen, wie die Kunst tragen, wie die unsere Kultur tragen, dann muss ich sagen, Deutschland, mach einfach weiter so. Und dieses heutige Wahlwochenende mit diesen diversen AfD-Ausschlägen, die werden wir wegstecken, weil die Jugend wird die Wahrheit über Deutschland sagen. 18 Darstellerinnen und Darsteller, die allesamt aus dem Lutz stammen, im Lutz groß geworden sind. Ja, also wir haben einige dazugeholt, die wir bei anderen Projekten so kennengelernt haben, aber der Großteil ist wirklich hier aus den Jugendclubs herausgegangen, ist schon in anderen Produktionen mehrmals auf der Bühne gestanden. Es war klar, dass dieses Stück von Lutz Hübner und Sarah Nemitz einfach eine große Herausforderung ist. Da musste ich auf Leute zurückgreifen, die im Ernstfall wissen, wie Theater schon einmal so funktioniert. Und dass sie heute dieses Stück so gerockt haben in dieser großen Halle mit den ganz, ganz besonderen Umständen wie Akustik, die man da in den Griff kriegen muss, einen großen Raum, den man füllen muss, eine packende Jugendgeschichte, die Tanz, Gesang, Schauspiel verlangt, dass man das alles so in den Griff kriegt, da habe ich natürlich Menschen gebraucht, die schon wissen, wie es sich anfühlt, wenn man die Hose voll hat für eine Premiere, wie man mit dieser Angst umgeht, wie man mit diesen eigenen Grenzen umgeht und wie man es schafft, über die Grenzen hinauszugehen. 15 Jahre, das heißt ja nicht nur 15 Jahre hervorragendes Jugendtheater, Theater für alle Generationen, sondern wir haben es gerade auch angesprochen, 15 Jahre Jugendclubs, Förderung, Jugendförderung. Ein ganz wichtiger Mensch hier in Hagen hat mal gesagt, das Lutz ist eines der wichtigsten Jugendbildungsstätten hier in Hagen. Das muss man ja auch nochmal unterstrichen werden. Ja, ich tue mir immer schwer, wenn uns da so diese Wichtigkeit beschieden wird, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, wir müssen einfach machen und nicht darauf schielen, welche Wichtigkeit wir jetzt haben. Es gibt so viele Menschen, die in sich das Gefühl haben, Geschichten loswerden zu müssen. Und diesen Menschen müssen alle eine Plattform geben, eine Bühne bieten, damit sie ihre Geschichten auf kreative Weise loswerden können. Und wenn das dann was mit Bildung zu tun hat, umso besser. Jeder Nebeneffekt, der entsteht, ist ein Geschenk. Aber wir machen es jetzt nicht, weil wir uns anmaßen, da irgendwie so wichtig zu sein. Wir sind eine kleine Einrichtung in dieser Stadt, das wissen wir auch. Wir stehen auch zu diesem kleinen Flecken, den wir in dieser Stadt einnehmen. Aber der kleine Fleck, der macht ganz schön viel Lärm manchmal, so wie jetzt. Nach der Premiere ist vor der Premiere, die nächste steht schon wieder an. Am Mittwoch, 16. März, ein ganz tolles Gastspiel. Andreas Kunz ist ein Schauspieler, der bei uns jetzt schon zwei Produktionen gespielt hat, gerade zuletzt wieder Krähe und Bär, wo er diesen wunderbaren Bären gespielt hat. Er spielt eine Ein-Personen-Geschichte, die sehr eng mit der deutschen Geschichte verbunden ist. Ein Sinto-Boxer ist 1933 zum deutschen Boxmeister geworden. Adolf Hitler war bei dem Kampf dabei, war ja ein Boxfan. Und wenige Wochen später ist Hitler dann an die Macht gekommen und eine seiner ersten Handlungen war, genau diesen Sinto-Boxer zu diffamieren und ihm die Boxmeisterschaft abzuerkennen. Da hat sich dann eine menschliche Tragödie entwickelt, die jetzt in einer sehr, sehr
prallen und lebendigen Theatergeschichte erzählt wird. Mittwoch, 16. März, 19.30 Uhr, Bahnstall Schulte, atemberaubende Halle, atemberaubende Location, großartiger Darsteller, aufregende Geschichte. Es spricht nichts dagegen, hierher zu kommen.